ich das sage, damit ich anschließend weiß, was ich wollte, damit ich mich dann nicht ärgere, wenn es dann so ist. Ne? Also, ich habe jetzt gesagt, ich halte mich an diese Vorgabe der Nord-Süd-Richtung. So, gut. Dieser Kompass wird als maßgebend akzeptiert. Des Weiteren habe ich gesagt, ich habe hier lauter 3 Meter lange Außenkanten mit den 4 cm Stärke, ist also jede Seite 3,4 Meter. Nach meiner Berechnung müsste eine, wenn ich die jetzt hochstelle und sie werden zur Außenkante, dann ist diese Pyramide ein klein wenig zu steil. Weil das müsste ein bisschen nach außen. Aber weil ich vielleicht später dann doch Latte ohnehin lege, so wie es da neben liegt, noch einmal Nachbau. Ich will hier nur mal sehen, wie die Wirkung ist. Und ich lasse das. Diesen kleinen Fehler lasse ich zu. Also es wäre normalerweise wär die Außenseite 3,15 Meter. Und dann wäre exakt die Außenkante, die da mit den Schnüren geht, 3 Meter. Also genauso lang, wie die Latte sind, wenn ich sie jetzt hinstelle. So ist es geplant. Also ich habe, damit ich mich später nicht ärgere, wenn es dann so ist, es ist eine kleine Ungenauigkeit drin von 5 cm auf beide Seiten. Okay. Nehme ich in Kauf. Ja. Okay, gut. Dann lassen wir es so. Dann ist das jetzt das Maß der Dinge. Ausgehend war, dass diese Seite hier parallel, sieht man das? Parallel liegen soll. Die liegt einen Meter weg von der und die liegt parallel zu der. Und die haben wir jetzt, und dann habe ich sie ja noch einmal nachjustiert. Also gut, das muss jetzt, das war ja der entscheidende Moment, dass das hier Nord-Süd-Richtung sein muss. Und der Kompass zeigt jetzt, so, jetzt habe ich ihn ja drin, das ist ja der Hammer, da kann man sehen. Später im Film kann ich sehen, dass ich es falsch gebaut habe, oder wie? Wahrscheinlich. Wow, sehr gut. Das ist immer so irre, diese Technik. So, jetzt habe ich es fotografiert, du hast es. Ping. Und dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn die Latte also schon stehen und der Boden sieht man dann halt nicht mehr. Das ist halt, das ist dann halt so. Und wenn ich den aber sehen will, dann kaufe ich halt Nummer 4 Latte und das ist ja dann das Problem, oder? Gebaut für dich. Die Latte sind jetzt 3 Meter lang, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das ist die Nord-Süd-Richtung vorgegeben. Die, hier ist sie nachgebaut. Da ist noch einmal die Ausrichtung mit dem Kompass. So, diese Kante wurde versenkt. 10-15 cm etwa. Die da unten wurde erhöht. Und so ist es ungefähr in einer Ebene. Und da oben habe ich Scharniere dran gemacht. Und die Seile habe ich nur noch, was weiß ich, weil sie halt vorher da war und weil es praktisch ist, dann diese noch einmal zu befestigen dann halt. Ja, dann hat das Doppelten halt erstmal. Also Seile sind das ja keine Schnüre und die gehen ja so und so kaputt, die sind ja ganz dünn. So, und unten habe ich die Seile nur gespannt, damit man ja angedeutet sieht, dass das eigentlich die Grundseile sind. So, und wie ich das nachher durchgerechnet hatte, war das so 3 Meter, ist also jetzt die Außenkante. Und das sind diese Seiten, sind, kannst du das auswendig sagen, 3,15 Meter oder 3,30 Meter, das weiß ich jetzt nicht mehr. So. Kante außen ist jetzt diese Dachlatte mit 3 Meter. Dann ist die Diagonale 4,45 Meter, die Höhe 2 Meter.
und die Basislinie 315, so wie ich gehört. Das heißt also, die erstmal habe ich mir gedacht, die schlägt da unten. Habe ich ja am Anfang auch die Dachlatte da liege, ja, habe ich ja vorhin angeführt. Jetzt habe ich die Seil gespannt, um das darzustellen. Weil die Idee ist ja, dass allein die Form, die stringente Form dieser Außenkanten oder der Pyramidenform, dass die Wirkung hat. Und es könnte sein, denke ich mir, dass die Basislinie mit rein muss, um die Form zu erkennen, meine ich. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Man kann es auch so erkennen. Aber es könnte sein, dass die Basislinie, wenn man da eine Dachlatte neu legt, also vier Dachlatten rundherum, und dann kann man diese Pyramide in abstrahierter Form erkennen. Oder was heißt abstrahiert? Das ist dann eine Pyramide. Halt nicht voll gefüllt. Und dann, ja, dann ist dann das der Drittelspunkt. In einem Meter, also 2 Meter ist er hoch, habe ich gesagt. 2,10, 70 Zentimeter ist dann der Drittelspunkt. 70, 73, 21, ja. 70 cm über dem Boden, also über diese Schnur, sagen wir es mal so, ist dann der Schwerpunkt der Pyramide. Über dem schwarzen Blech da. 70 cm oder 80 cm dort drüber. Setze ich mich jetzt mal neu, genau. Oh, das ist doch jetzt gut. Jetzt gucke ich nach Südost. Ganz neu. Ich habe immer gedacht, dass da über wäre Süden. Ja, so ist es. Da ist Süden. Da. Kann man gar nicht sehen, so weit ist Süden. Da. Ja, da drüber, halt, wo die Kamine sind, sieht man jetzt auch nicht. Und ich sitze jetzt 40 cm über dem Boden, das heißt unterhalb des Drittelspunkts. Und der Rücken. Mein Rücken ist jetzt genau im Drittelspunkt oder im Schwerpunkt. Im Pyramidenschwerpunkt. Ist doch fantastisch, oder? Also so habe ich mir das vorgestellt. So. Und dann muss ich das noch mit irgendeinem Orgon-Ding kombinieren und dann muss es doch was ergeben. Irgendwas wird dann schon, und wenn es ein Käfer ist, der angeflogen kommt. Naja, gut. Also die Abspannung da, die stört irgendwie die Optik, oder? Finde ich. Die anderen gehen ja, sind noch im Verhältnis, aber das stört ihn drüber. Und dann ist das auch gut. Sieht das schon besser aus. Also, da haben wir es. Sommers. Ist doch gut gelungen. Also ich finde es jetzt mittlerweile gut. Das ist zwar keine optimale Spitze, aber schon für die Verhältnisse da, für die easy sagen, ist das schon ein gutes Ding. Finde ich gut. Was Besseres wie Apfelsine ist mir jetzt nicht untergekommen, aber man findet schon noch was. Finde ich gut. Gefällt mir.